dass es nicht so viel Armut in der Kinderstadt gibt. Demokratie als Sommerprogramm. Klingt erstmal langweilig, aber nicht in Cottbus. Die Kinderstadt, also eine fiktive Stadt, in der die Kids nicht nur Bürgerinnen und Bürger sind, sondern auch offizielle Positionen in der Stadt innehaben, ist auch diesen Sommer zurück. Arbeiten, Geld verdienen und vor allem Stadtpolitik mitgestalten. Die diesjährige Kinderstadt findet statt vom 24. bis 28. Juli und wir haben zwei Sachen, auf die wir besonders uns freuen. Das eine ist, dass die Kinder wie auch im letzten Jahr wieder arbeiten können im Vormittagsbereich, wirtschaften können, Geld verdienen und da haben wir die Station ein bisschen erweitert. Also es gibt vielfältigere Angebote für die Kinder und das ist das eine. Das andere ist das gemeinsame Gestalten, selber machen im Bereich, wie wollen wir zusammenleben. Es gibt zwei Personen, die sich explizit damit beschäftigen im Bereich des Rathauses, die zusammen mit den Kindern ein Grundgesetz auf die Beine stellen wollen und so einfach die Regeln des Zusammenlebens, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir mit dem Ort umgehen, da einfach nochmal mehr den Fokus drauf richten. Sommerangebote für Kinder und Jugendliche sind vielfältig, doch sticht die Kinderstadt heraus, auch wenn man hier nicht vollgepackt mit Selbstgebastelten nach Hause kommt. Die Kinderstadt ist einfach ein tolles Angebot, weil es nicht darum geht, was am Ende bei rauskommt, sondern wie wir den Prozess gestalten. Und dass die Kinder machen können und dass die demokratiepädagogischen Dinge im Vordergrund stehen, dass es darum geht, wir reden miteinander, wir gestalten zusammen, wir machen selber und so einfach eine ganz tolle Erfahrung haben, ohne dass man am Ende wieder dieses Produkt hat, was man zeigt, sondern dass es in einem drin ist. Ein paar Plätze sind noch frei, also wenn ihr Lust habt oder ihr Eltern seid und euer Kind anmelden wollt, dann findet ihr alle nötigen Informationen auf der Seite der Stadt. Die Demokratie wartet auf euch.